In dieser Zahlenfolge ist zu erkennen, dass jedes Glied der Folge gleich ist zum vorherigen plus eine Zahl, die sich nicht verändert. Überprüfen wir das. 1 plus 2 macht 3, 3 plus 2 macht 5, 5 plus 2 macht 7 und immer so weiter. Jedes Mal, wenn das der Fall ist in einer Zahlenfolge, sagt man, diese Zahlenfolge sei arithmetisch. Bei einer arithmetischen Zahlenfolge gilt also, jedes Glied ist gleich zum vorherigen plus eine konstante Zahl, die man hier mit D bezeichnet und die Differenz der Folge genannt wird. Jedes Mal, wenn wir eine arithmetische Folge haben, können wir das n-te Glied der Folge durch diese Formel berechnen. Das n-te Glied der Folge nennt man auch das allgemeine Glied der Folge. Für eine arithmetische Zahlenfolge gilt auch die Summe der n ersten Zahlen, das ist dieser Bruch. Um also die Summe der n ersten Zahlen einer arithmetischen Zahlenfolge berechnen zu können, setzt man einfach diese Formel ein. Ist in einer Zahlenfolge zu erkennen, dass jedes Glied gleich ist zum vorherigen mal eine Zahl, die sich nicht verändert, überprüfen wir auch das. 2 mal 3 macht 6, 6 mal 3 macht 18, 18 mal 3 macht 54 und immer so weiter. Jedes Mal, wenn das der Fall ist, sagt man, die Folge sei geometrisch. Eine geometrische Zahlenfolge ist also so definiert, jedes Glied der Folge ist gleich zum vorherigen mal eine konstante Zahl, hier mit Q bezeichnet, und diese Zahl Q nennt man den Quotienten von dieser geometrischen Folge. Um das allgemeine Glied einer geometrischen Folge, das heißt das n-te Glied der geometrischen Folge, zu berechnen, haben wir diese Formel zur Verfügung. Und um die Summe der n ersten Glieder einer geometrischen Folge zu berechnen, haben wir diese Formel zur Verfügung. In den nächsten Tutorials werden wir diese Formel einsetzen, um Aufgaben bezüglich Zahlenfolgen zu lösen.